Die Wahlen im nächsten Jahr werden verschiedene Themen zum Anlass haben. Was glauben Sie, wird das entscheidende Thema für den Wahlkampf 2014 werden? Ich kann es nur für Österreich beurteilen und dort ist die Frage Arbeitslosigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste und die Bewältigung der Finanzkrise. Derzeit hat man gar nichts bewältigt, sondern man zahlt weiterhin über die Rettungsfonds, über die Rettungsschirme und zunehmend über die Europäische Zentralbank zahlt man in diese Krisenländer hinein und tut so, als ob sie damit, indem sie günstige Kredite von der Europäischen Zentralbank bekommen, die Rettungsschirme verlassen könnten. Am Schluss ist es wieder das Geld der Steuerzahler, für das wir alle haften. Das heißt, auch wenn der Herr Draghi Ihnen derzeit das Geld nachschmeißt, haftet der europäische Steuerzahler dafür, auch der Österreicher. Zweitens, dieses Geld versickert dort, weil es nicht für die Belebung der Wirtschaft verwendet wird, sondern die Banken, die ohnehin schon Bilanzprobleme hatten und sie nach wie vor haben, kaufen Staatsanleihen daraus. Und das heißt dann, der große Erfolg des Herrn Draghi, dass sich die Staaten wieder am Finanzmarkt refinanzieren können. Es ist alles Geld der Europäischen Zentralbank und damit Geld der europäischen Steuerzahler. Insbesondere jener Länder, die noch über Steuerzahler verfügen, die ihr Sparguthaben haben. Das sind insbesondere die Deutschen, die Niederländer und wir Österreicher. Herr Draghi hat den Leitzins auf 0,25% gesenkt, sagt aber, dass er kein Problem damit hat, denn die Leute sollen eben nicht sparen, sondern das Geld einfach ausgeben. Ja, das ist typisch Draghi, von einem Italiener auch nicht anders zu erwarten, insbesondere von jemandem, der vorher als führender Vertreter der internationalen Investmentbank Goldman Sachs ja die Griechen bei der Verschuldung beraten hat. Also das ist ja kein Mysterium, dass der sich so verhält. In Wirklichkeit müsste es genau umgekehrt sein. Diese Länder, die ein hohes Risiko haben, ein hohes Konkursrisiko haben, müssten zu höheren Zinsen Gelder aufnehmen müssen. Dann wären sie gezwungen, Banken, die marot sind, bankrott gehen zu lassen und dann wären sie auch gezwungen, ihre Budgets in Ordnung zu bringen. Wie es derzeit läuft, schmeißt man ihnen noch das Geld nach, ohne dass es für den Wirtschaftswachstum in diesen Ländern überhaupt einen Effekt hat. In der Wirtschaft wurde jetzt mehrfach angekündigt, dass Investitionen gar nicht geplant sind. Auf der anderen Seite sagt Draghi, wenn der Leitzins niedrig ist, sind Kredite möglich und die Kredite können direkt in die Wirtschaft fließen. Das ist das Wunschdenken des Herrn Draghi, es findet nicht statt. Denn gleichzeitig gehen diese Banken ja her und machen mit dem Geld, das sie vorher von der Europäischen Zentralbank bekommen haben, Ankäufe von Staatsanleihen, weil die besser verzinst sind. Ja? Also das heißt, also wer soll einem griechischen Unternehmer oder einem portugiesischen Unternehmer oder auch einem irischen Unternehmer, der sowieso schon in Schieflage ist, noch ein Geld geben, wenn er auf der anderen Seite Staatspapiere bekommt, für die Europäische Zentralbank am Schluss sogar noch die Garantien übernimmt. Er hat ja noch angekündigt, dass er für diese Papiere auch noch die Garantie der EZB übernehmen wird. Also da wäre jeder Bankdirektor ein Wahnsinniger, wenn er das nicht machen würde. Und daher ist die Politik der Europäischen Zentralbank vollkommen verfehlt. Hans-Werner Sinn, ein anerkannter Ökonom in Deutschland, hat diese Politik des Herrn Draghi sehr stark kritisiert, mit sehr guten Argumenten, aber keiner hört auf ihn. Warum? Ja, insbesondere Schäuble nicht und die Frau Merkel nicht. Und jetzt, nachdem sie noch vom Wähler auch noch als die Obermama der deutschen Nation einen Wählerauftrag bekommen hat, jetzt noch umso weniger. Das heißt, die tragen diese ganze verfehlte Politik mit in der Hoffnung, dass sich die Krise von selbst löst. Die Mehrheit von Frau Merkel ist ja deswegen auch zustande gekommen, weil es eine sogenannte 5%-Klausel gibt, an der die bürgerlichen Parteien gescheitert sind, so wie FDP oder Alternative für Deutschland. Also, dass die FDP gescheitert ist, begrüße ich ausdrücklich. Ich habe immer schon gesagt, die FDP ist die überflüssigste Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt, wie ich überhaupt den Liberalismus für eine geistige Immunschwäche halte. Ja? Also da bin ich nicht unglücklich, dass die rausgeflogen sind. Das ist höchste Zeit geworden. Auf der anderen Seite bedauere ich es, dass die AfD, die Alternative für Deutschland, es noch nicht geschafft hat. Aber das Signal ist klar, mit dem Wahlergebnis, das Sie jetzt bereits haben, werden Sie auf jeden Fall mit einer starken Gruppe im Europäischen Parlament. Um diese Hürden geht es ja noch, die werden ja nächstes Jahr etwas niedriger liegen, zumindest in Deutschland wird nur eine 3%-Hürde verlangt. Sind diese Hürden prinzipiell demokratisch oder eher undemokratisch? Grundsätzlich sind sie schon demokratisch. Man kann nicht jeder Splittergruppe einen Einzug in ein Parlament ermöglichen. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Die Frage ist eben nur, in welchem demokratischen Milieu so eine Auseinandersetzung stattfindet. Wenn ich mir anschaue, wie im Wahlkampf die AfD verschwiegen wurde und wie sie medial, das spielen die Medien nämlich alle mit, medial an die Wand gedrängt wurde, dann sieht man, dass das in Kombination mit dieser 5%-Hürde natürlich ein Problem sein kann. In den letzten Wochen wurde viel über Ihre Kandidatur spekuliert nächstes Jahr. Wenn Sie nicht antreten, wen werden Sie wählen? Ich lasse mir alles noch offen. Ich habe gesagt, ich möchte bis Weihnachten eine Entscheidung treffen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte sehr. The election campaign already has started. If you see Mr. Schulz, the president who's always trying to present himself like a leader, what will be the main topic
for the election campaign next year. If I should say something nice also about Mr. Schulz, I would say that he has actually surprised positively. I think the way that he has conducted his job as a chair of the European Parliament here has been much more diplomatic than many of us expected. So that, at least, that's a good piece of news. Then, what's going to be the core core issue of the European election? I think it's going to be differ from one country to another, but at least in Denmark, and I think many other countries, it's going to be the fundamental question of how much power should the European Union have. For instance, in my country, we're experiencing many problems with the open borders after the Eastern Enlargement. We cannot, because of the Schengen Agreement, we cannot check and control our borders. And that has led to a huge influx of crime from the Eastern European countries, Poland and other the Baltic countries and so on. That's going to be a huge issue whether Denmark should take back the authority to control our border or not. Also, when it comes to our social benefits, where more and more non-Danish citizens from other EU countries can come, and after a very short residence in Denmark, they can claim different social rights, like studying, student subsidies, or unemployment welfare, and things like that. In Denmark, we pay, I think, one of the highest taxations in the world, and we certainly don't do that for other people to come and just benefit from it. We do it because we want to have a welfare system that works for the Danes, those who live there and work there and have their lives and their families there. So these issues are going to be, I think, very fundamental in the campaign.